Der FSV 63 Luckenwalde mit dem letzten Heimspiel der Saison. Gerade zu Hause hat das Team von Micha Braune zu viel liegen gelassen, sonst wäre die starke Saison noch besser geworden. Carsten Heine und Alt Lienicke heute zu Gast. Und die VSG in Schwarz mit dem besseren Start, 10. Minute. Es geht sehr schnell über Yildirim, über Usan, wieder Yildirim. Und dann Bremer, Manske, Tor, aber abseits. Der Arm ist oben und es ist sehr knapp. Manske wahrscheinlich die entscheidenden Zentimeter zu weit im strafbaren Bereich. Nicht die Führung für die VSG. Aber die Gäste blieben dran. 17. Minute. Wieder Orhan Yildirim. Dann Manske mit dem Abschluss und Turm. Szene aber noch heiß. Florian Bellegou bringt den Ball nochmal in die Mitte und dann bekommt es Luckenwalde gelöscht. André Thoms, der dienstälteste Keeper der Liga, aufmerksam. Luckenwalde mit der ersten guten Offensivszene nach 23 Minuten. Da geht es rein in den Strafraum, geklärt von Alt Glienicke. Aber nochmal der Abschluss aus der zweiten Reihe. Aber wie Thoms auch Bethke stark. 40. Minute, weiter Luckenwalde mit Flat und der Eingabe, die findet keinen Abnehmer und dann geht's ab in die andere Richtung. Orhan Yildirim, schnelle kleine Schritte, der Konter der VSG über Bremer, der schickt Manske und in der Mitte wartet Derflinger und da macht es Alt Lienicke besser als Luckenwalde zuvor. Auf der anderen Seite Derflinger mit seinem 10. Saisontor. Bei Luckenwalde hier keiner da beim Querpass von Flath. Der Querpass von Manske findet seinen Abnehmer. Derflinger schiebt ein. Führung VSG zur Pause. Zweite Hälfte. Flath mit dem langen Ball. Guter Start für Luckenwalde. Borowski vorbei an Bethke. Borowski. Aber überragend verteidigt von Tim Häusler, rettet vor dem leeren Tor. Das Ganze in der 50. Minute, Viertelstunde später. Alt Lienicke in die Show gebracht durch den Fehler der Luckenwalder Orhan Yildirim und wieder André Thoms. Munteres Spiel, wie schon in der Begegnung beim Hinspiel, das endete 2-1 für Alt Lienicke. Da gab es sehr viele Chancen, so auch an diesem Nachmittag. Plumpe geschickt von Flath. Bethke ist wieder da, kratzt den Ball aus dem Winkel. 70 Minuten rum. Luckenwalde letzte Woche mit dem 2-0-Sieg beim BRK. Das letzte Heimspiel ging mit 1-2 verloren gegen Abstiegskandidat Fürstenwalde. Das ist Frederik Schmal. Mit dem Abschluss eine Etage zu hoch. Luckenwalde wollte was Zählbares im letzten Heimspiel der Saison, aber es ging erstmal mit dem Blick nach hinten. Tugay Usan und dann Manske. Manske vergibt die Chance aufs 2-0. Hätte den wohl direkt nehmen sollen, dann verzettelt er sich. Zu viele Luckenwalder vor dem Tor, die können es klären. Schlussphase schon in dieser Partie, 89. Minute, der Konter, nochmal der VSG, Manske auf Skoda, der Weg zum Tor frei, aber der wählt nochmal den Querpass, Luckenwalde bekommt die Szene nicht gelöscht und Skoda bekommt die zweite Chance, die er nutzt, 2-0, Alt Lienicke, Christian Skoda, 7. Saisontor. Hat Glück, dass der Ball nicht final geklärt wird vom FSV 63 Luckenwalde. Der Abschluss unnachahmlich. Und es wurde sogar noch besser für die VSG. 90 plus 2. Achtung! Es netzt ein der Ersatztorwart. Julian Knoll durfte ran, zog sich das Trikot an mit der Nummer 39. Und der hat mal einen Riecher als Keeper. 3-0. Die Luckenwalder haben noch die letzten Vorräte von Silvester rausgekramt. Keine Punkte fürs eigene Team. Zweite Heimniederlage in Folge. Und bei Alt Lienicke hieß es posieren fürs Siegerfoto. Bellegou, Berkan Inala und dann kam noch Yildirim dazu. Einmal lächeln bitte. Nächste Woche können sie im letzten Spiel nochmal den BFC Dynamo ärgern.